Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Thema dieses Videos ist die Prüfungsfrage: Was unterscheidet den Coach vom Mentor? Die Aufgabe ist relativ hoch bepunktet. Das heißt, es geht um mehrere Unterschiede. Ja, also in welchen Punkten unterscheidet sich der Coach vom Mentor? Und ich will mal versuchen, das in einer Tabelle zu entwickeln. Wir grenzen mal ab. Hier notieren wir den Coach und hier notieren wir den Mentor, beziehungsweise die Tätigkeit heißt dann hier Coaching und die Tätigkeit hier heißt Mentoring. Man könnte also auch formulieren, was unterscheidet Coaching vom Mentoring? So, und jetzt brauchen wir verschiedene Kriterien. Zunächst einmal, was ist der Coach? Nennen wir das mal die Aufgabe. Die Aufgabe des Coaches, er ist ein Trainer. Der Fußballtrainer heißt im Englischen tatsächlich Coach. Ja, das ist also ein Trainer, während der Mentor eher ein Betreuer ist. Also Coaching ist eher ein konkretes Training und Mentoring eher eine Betreuung. Das müssen wir natürlich im Folgenden noch deutlicher herausarbeiten. Das nächste ist der Zeitrahmen. Der Zeitrahmen unter einem Trainer ist absolut fest. Da gibt es also feste Trainingszeiten, beziehungsweise für das Coaching, das wir hier jetzt besprechen, gibt es feste Termine. Ja, also fest heißt feste Termine, einmal in der Woche oder auch zwei, dreimal in der Woche zu festgelegten Zeiten, entweder persönlich oder per Skype-Telefonat oder FaceTime oder was immer die Möglichkeit da ist. Aber feste Termine, das ist hier das Entscheidende, während der Zeitrahmen beim Mentoring eher flexibel ist. Das ist eher so eine Nachbedarfssache. Flexibel nach Bedarf. So, das Ziel des Coachings ist ganz klar leistungsorientiert. Es geht um Leistung, es geht um ein konkretes Ziel, während es beim Mentoring eher geht um Entwicklung. Oft auch Persönlichkeitsentwicklung, wobei ich nicht sagen will, dass ein Coach nicht auch persönlichkeitsentwickelnd wirken kann, aber beim Coaching steht im Mittelpunkt wirklich eine konkrete, sehr oft jedenfalls, eine konkrete Leistung, ein konkretes operationales Ziel. Nehmen wir ein Beispiel, jemand möchte sich coachen lassen im Bereich Finanzen und verdient im Moment Summe X oder setzt Summe XY, X um, setzt Summe X um und möchte die nächste Stufe erreichen. Ja, der möchte, der ist jetzt, was weiß ich, bei 300.000 und Jahresumsatz für sein Online-Unternehmen von mir aus und möchte auf 1 Million kommen. Na, das ist ein konkretes Ziel, das ist gemeint hier mit Leistung, während es beim Mentoring eher um Entwicklung, vor allem auch um Persönlichkeitsentwicklung geht. Die Beziehung zwischen den Partnern beim Coaching und beim Mentoring ist beim Coaching auf jeden Fall eine dienstliche Beziehung. Ja, der Coach sollte wirklich so agieren, wie auch ein Arzt oder ein Psychotherapeut agiert, nämlich keine persönlichen Bindungen. Ja, dienstlich meint also eben gerade nicht persönlich, nicht freundschaftlich, obwohl ein Coach natürlich irgendwo dann sowas wie ein väterlicher Freund durchaus sein kann. Aber man sollte hier das Dienstliche, das Berufliche vom Privaten wirklich sehr klar trennen. Und das Mentoring
kann sein dienstlich und privat. Ja. Da gibt es eben oft auch eine freundschaftliche, persönliche Beziehung zwischen einem oft älteren Mentor und einem jüngeren Betreuten, also der da im Mentoring betreut wird. Das ist oft, nicht immer natürlich, aber oft die Situation, der Ältere hilft dem Jüngeren. Während beim Coaching durchaus der Coach auch jünger sein kann als der Gecoachte. Ja? Das ist also die Beziehung auf der einen Seite beim Coaching ganz klar beruflich und beim Mentoring spielen private, freundschaftliche Beziehungen oft eine Rolle. Die Struktur des Coachings ist ganz klar sehr stark. Die Struktur ist stark. Es gibt also feste Termine, ich habe das gerade schon erwähnt, feste Termine und es ist regelmäßig. Und beim Mentoring ist es unstrukturiert. Eher, ich habe es oben schon geschrieben, eher nach Bedarf. Und informell. Ja, informell. Ich sagte gerade schon, feste Termine beim Coaching, einmal in der Woche oder dreimal in der Woche, wie auch immer. Das Ergebnis beim Coaching ist oft messbar. Ich sagte gerade schon, zum Beispiel jemand setzt 300.000 Euro im Jahr um mit seinem Online-Unternehmen. Und möchte jetzt gerne die Millionengrenze knacken, wie man so schön sagt. Ja, da gibt es bei diesem Coaching ein messbares Ergebnis, nämlich die Zahlen, die dann irgendwann mal aus der Buchhaltung ermittelt werden. Ja, das ist das messbare Ergebnis. Während beim Mentoring die Ergebnisse eher nicht messbar sind, man kann das aber niemals so ganz so sauber trennen. So eine Tabelle mit so einem Strich da in der Mitte hat immer etwas, also ist immer ein bisschen zu strikt die Trennung. Natürlich gibt es auch Mentorbeispiele, wo klar messbare Ergebnisse, wie zum Beispiel Beförderung im Unternehmen oder auch hier Expansion des Unternehmens feststellbar sind. Ja, gar keine Frage. Aber vielleicht stellt man es beim Mentoring nicht so sehr in den Mittelpunkt wie beim Coaching. So, und dann die Bezahlung ist beim Coaching ganz klar auch festgelegt. Ja, gibt es eine Bezahlung oft pro Stunde. Ja, natürlich gibt es ja auch Varianten mit Paketpreisen, dass man also 5 Stunden kaufen kann für einen Paketpreis oder was immer, aber in der Regel wird es gemessen pro Stunde und beim Mentoring kann es sein, dass das eher nicht unmittelbar bezahlt wird, aber es gibt auch das sogenannte Business Mentoring, wo ein Mentor zum Beispiel jemanden betreut, der von mir aus ein Online-Unternehmen aufbaut und dann eine Beteiligung haben möchte am Ergebnis. Ja, ich schreibe das mal in Klammern, eine Beteiligung am Erfolg. Das gibt es, aber es gibt auch oft die Situation, dass ein Mentor so etwas freiwillig und nicht gegen Bezahlung macht. Freiwillig und nicht gegen Bezahlung macht. Ich habe das auch schon gemacht, weil ich einfach Freude daran hatte, dass sich da jemand entwickelt und Erfolge hat. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Beim Coaching ist es ganz klar gegen Bezahlung. Beim Mentoring ist es eher individuell und es kann Bezahlung geben, ja,
aber es steht nicht so im Vordergrund wie beim Coaching. Der Coach ist auch in der Regel der, der das als seinen Lebensunterhalt betreibt, während der Mentor das eher nebenbei macht, weil er eben seine Erfahrung gerne teilt. So, das soll genügen. Das sind eine Menge Punkte. Ja, die Aufgabe, die Prüfungsaufgabe war auch hoch bepunktet. Ne? Und Sie sehen, man kann hier eine Menge schreiben, um hier wirklich eine Lösung zu entwickeln. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.